drei Knochen und ein Fetzen Stoff und doch die Offenbarung eines traurigen Schicksals. Eines von 8000 Opfern des Völkermordes von Srebrenica wird hier geborgen, aus einem Massengrab im Osten Bosniens, die Knochen später zusammengeführt. Catherine Bomberger hat maßgeblich dazu beigetragen, dass diese Opfer identifiziert werden konnten, die Chefin der Internationalen Kommission für vermisste Personen, ICMP. Srebrenica, der Völkermord vor 25 Jahren, lässt sie bis heute nicht los. In vielerlei Hinsicht ist jeder Tag 1995. Wir beschäftigen uns intensiv damit, auch mehr als zwei Jahrzehnte danach. Bomberger ist vor einigen Jahren aus der bosnischen Hauptstadt Sarajevo nach Den Haag umgezogen und mit ihr das Herzstück der Organisation, das Labor, in dem DNA extrahiert und analysiert wird. Diese Opfer-Gencodes werden dann mit der DNA Überlebender verglichen. Doch es geht um viel mehr. Es ging ja einerseits darum, dass die Leichen gefunden werden, damit die Familien sie beerdigen können. Und zudem, wie in unserem Fall, haben wir DNA genutzt, um die Opfer korrekt zu identifizieren, damit ihnen Gerechtigkeit widerfährt. Das ist der Weg, den wir eingeschlagen haben, und der ist noch nicht zu Ende. Denn ihre Arbeit ist bis heute Grundlage dafür, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden, wie 2017 der Hauptverantwortliche von Srebrenica verurteilt vom Internationalen Strafgerichtshof für das frühere Jugoslawien. Lebenslang wegen Völkermord für Ratko Mladic. Am 11. Juli 1995 überrennt der serbische Befehlshaber mit seinen Truppen die wehrlose Enklave Srebrenica der bosnischen Muslime. Hier selten gezeigte Aufnahmen aus dem Archiv des Jugoslawien-Tribunals. Niederländische Blauhelmsoldaten sollten die Menschen in der UN-Schutzzone eigentlich beschützen, doch sie schauen zu. Wie Mladic die Männer und Jungen von ihren Familien trennen lässt. Der Serbengeneral lässt sie abtransportieren. Es ist ihr Ende. Mehr als 8000 Jungen und Männer ermordet, zum Teil in Massenerschießungen. Doch der Wahnsinn ist damit nicht vorbei. Die Täter sind zurückgekehrt zu den ursprünglichen Massengräbern, um ihre Spuren zu verwischen. Sie nutzten schweres Gerät, um die Körper wieder auszugraben und sie über viele verschiedene Orte zu verteilen, an vielen weiteren Standorten, oft 50 Kilometer voneinander entfernt. Mit Satellitenbildern waren die USA dem Völkermord auf die Spur gekommen. An zig Orten im serbisch kontrollierten Osten Bosniens verscharrt, zum Teil auseinandergerissene Skelette. Jahre später ausgegraben unter den Augen serbisch-bosnischer Behörden. Nach den Ausgrabungen war es dann an den forensischen Pathologen, die Ursache und Art des Todes zu untersuchen. Das war oft schwierig, weil Köpfe fehlten. Ich meine, es war nicht immer möglich, Schusswunden zu sehen, weil oft in den Kopf geschossen wurde. Ich meine, ich gehe jetzt auf blutige Details ein, aber dies erforderte wahrscheinlich die akribischste wissenschaftliche Arbeit, die je nach einem Konflikt und gerade im Zusammenhang mit einem Völkermord geleistet wurde. Die Angehörigen sollen eine Chance bekommen, ihre Liebsten in Würde zu beerdigen. Anthropologen setzen die Skelette zusammen. Eine schwierige Herausforderung. Die Fachleute nutzen für damals eine völlig neue Technologie, DNA-Analysen. Aus den menschlichen Überresten werden Proben entnommen. Manchmal führen sieben verschiedene dazu, dass ein Skelett wenigstens halbwegs zusammengeführt werden kann. Im Vergleich mit der DNA überlebender Familienangehöriger erhalten die Opfer ihre Identität zurück. Das bedeutete, mit traumatisierten Familien der Vermissten zu arbeiten, um zu versuchen, DNA-Proben von ihnen zu erhalten und diese Proben den Skelettüberresten aus den Massengräbern zuzuordnen. Was in Srebrenica begann, ist heute zu einer weltweit genutzten Methode geworden. Überall auf der Welt werden jetzt so Opfer von Krieg und Gewalt identifiziert. Srebrenica ist eine Erinnerung daran, wozu wir alle fähig sind, egal aus welchem Land wir kommen. Diese Art von Hass kann ein sehr, sehr schlimmes Ende nehmen. Und ich habe Angst. Es liege ganz allein an uns, sagt Catherine Bomberger dann, ob wir aus der Vergangenheit lernen.